Unser Eins ist ja ein absoluter Bargeld-Fan. Ja, wir schätzen unser Bargeld. Damals haben wir noch die Deutsche Mark wesentlich mehr geschätzt als den Euro. Und ich glaube, dieses Gefühl, warum, das kann ich ganz gut erklären mit dem heutigen Video. Denn wenn man sich einfach mal anschaut, was gerade in der EU so abgeht, und wenn man mehrere staatliche Phänomene miteinander verknüpft, dann merkt man immer mehr, warum wir nicht nur vom Gefühl her den Euro als immer weniger wert einschätzen, sondern warum der Euro tatsächlich auch immer weniger wert ist. Ja? Und das hat jetzt nichts mit damit zu tun, dass man irgendwie den Euro gegen den Dollar rechnet oder den Euro irgendwie gegen den Yen oder gegen den Schweizer Franken, sondern das ist ein inhärentes Problem, was es innerhalb dieses gesamten Systems gibt. Schauen wir uns nämlich einfach mal kurz an, einfach nur ein Beispiel für all diese ganzen Milliarden an Euro, die die ganze Zeit ausgegeben werden. Ja, das EU-Budget bis 2027, 1,2 Billionen Euro. Und jetzt hat man herausgefunden, oh, wir haben ja irgendwie so ein paar Löcher hier in der Staatskasse von der EU. Wo kommen die denn auf einmal her? Ja, wir brauchen natürlich fehlende Budgetdisziplin auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man auch, aha, die ganzen Kriege, höhere Zinsen und so weiter. Alles wird gerade teurer, ne? Und jetzt sagen die, naja, wir brauchen einfach 66 Milliarden Euro mehr. So, und jetzt gibt es hier in diesem Artikel bei Tichys Einblick noch alle möglichen spannenden Interessenskonflikte, zum Beispiel zwischen Ungarn und der EU oder zwischen Frankreich und der EU. Und jedes Land hat sozusagen so ein bisschen seine eigene ja, Interessensgruppierung hier natürlich, die man hofft in der EU vertreten wird. Aber wir haben ein großes Problem, weil wir nutzen alle genau dieselbe Währung, die auf der anderen Seite von den Staaten massiv inflationiert wird. So, und das große Problem, was ich sehe, ist zweierlei oder zwei Phänomene kommen hier eigentlich zusammen. Du hast einerseits den Euro, aber in allen anderen Währungen auf der Welt ist das genau das Gleiche, der in einer Monopolsituation zentral vom Staat verwaltet wird und ausgegeben wird, ja. Gut, die Geschäftsbanken und so weiter, Giralgeldschöpfung spielen auch eine wichtige Rolle, aber in diesem gesamten System hast du eine inflationäre Währung wie den Euro. Und auf der anderen Seite hast du diese unfassbare Verschwendung von staatlichen Geldern, staatliche Investitionen, ja. Überall siehst du dann natürlich die ganzen staatsnahen Ökonomen wie den Marcel Fratscher, der hier dann zum Beispiel auch sowas schreibt wie, ja, Bitcoin ist doch ein bisschen mehr einfach nur als ein Ponzi-Schema, ja, wo sehr viele Menschen ihre Shirts verlieren werden, schreibt er tatsächlich. Ja, es hat keinen intrinsischen Wert und es ist für normale Sparer nicht geeignet. So, jetzt muss ich an dieser Stelle sagen, könnte man sich's leicht machen und einfach sagen, alles, was Marcel Fratscher sagt, mal minus eins entspricht der Wahrheit. Das heißt, wenn Marcel Fratscher vom Bitcoin abrät und sagt, das ist eine Spekulation und nicht geeignet für Sparer, kann man meiner Meinung nach mehr oder weniger darauf schließen, dass es sehr sinnvoll ist, in Bitcoin und alternativen Währungen und Systemen zu sparen. Aber das reicht natürlich noch nicht den kritischen Denkern hier auf dem Kanal. Dafür braucht man noch eine andere Erklärung. Und ich bin gespannt, was ihr von meiner Erklärung haltet, weil wir haben auf der einen Seite diese ganzen ungedeckten inflationären Fiat-Währungen. Alle Staaten der Welt geben permanent neues Geld und so weiter aus, welches inflationiert. Das sieht man allein daran, wenn man mal kurz den Euro-Bitcoin-Chart umdreht. Das hatte ich auch schon mal in einem damaligen Video gemacht. Und als ich das mal gesehen habe, ich glaube, das war beim Blocktrainer oder so irgendwo auf Twitter, als ich das gesehen habe zum ersten Mal, hat es bei mir richtig Klick gemacht. Warum? Weil, wenn man normalerweise sich den Bitcoin anguckt, ja, man guckt, ah, oh, wie ist so denn der Preis aktuell? 32.000 Euro, ne? Dann sieht man so, ah, okay, wenn ich jetzt hier und hier ein bisschen Euro in Bitcoin getauscht hätte, bei 10.000, ja, und dann hätte ich hier einen starken Wertgewinn gehabt, dann aber wieder einen Crash und volatil und so und hätte jetzt insgesamt hier von 10.000 Euro wäre ich auf 30.000 Euro gekommen, dann könnte ich den Bitcoin wieder verkaufen und habe sozusagen einen Wertgewinn. Aber das ist überhaupt gar nicht die Art und Weise, wie ich jetzt noch
über Bitcoin nachdenke, sondern ich drehe einfach den Chart mal um. Das heißt, ich gucke mir an, schaut mal, damals im Jahr 2015, ja, habe ich für 1 Euro noch 0,003 Bitcoin bekommen. Und jetzt schaut mal, 99% Wertverlust im Euro. Alle Sparer, die in Euro sparen und allen Produkten, die in Euro gerechnet sind, haben diesen Wertverlust gegenüber dem Bitcoin seit 2015 erlitten. Und wenn ich jetzt, ja, von meinen 1 Euro oder 50 Euro noch das tauschen will, kriege ich nur noch 0,000031 oder so. So viele Nullen kann ich gerade gar nicht zählen an Bitcoin übrig. Das heißt, es geht hier gar nicht darum, den Euro einzutauschen, um ihn später mehr davon wieder zurückzubekommen, sondern es geht hier, finde ich, darum, in einer deflationären Währung, die nicht mehr zentral gesteuert ist, mein Kapital zusätzlich quasi zu schützen vor all dieser staatlichen Verschwendungssucht. Weil, und das ist jetzt der zweite Punkt, was nämlich zu diesen ganzen staatlichen Ausgaben und ja, wir müssen hier das Budget erhöhen und da müssen wir jetzt den und den fördern. Wir müssen jetzt da und da neue Anleihen ausgeben und neue Schulden aufnehmen, neue Schulden machen, permanent neue Schulden, 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 ja. Ist, dass es ja 4 Arten und Weisen gibt, wie Geld ausgegeben werden kann. Stammt von Milton Friedman, diese Theorie. Das erste ist, du gibst dein eigenes Geld, was dir jetzt gehört. Diese 50 Euro gehören sozusagen mir. Ich kann damit jetzt ausgeben, was ich mache. Das heißt, mit diesen 50 Euro werde ich in der Regel gut haushalten. Das heißt, ich gebe das Geld sehr effizient aus. Mein eigenes Geld gebe ich für mich aus. Die zweite Stufe der Effizienz, die ist schon ein bisschen ineffizienter, ist, wenn ich mein Geld für andere ausgebe, bei Geburtstagsgeschenken oder bei anderen Dingen. Man schaut nicht mehr ganz genauso hin. Die dritte Stufe, und jetzt kommen wir langsam in den Bereich der tatsächlichen Verschwendung, weil wenn wir jetzt zu Weihnachten oder so Geschenke verteilen an unsere Familie, an unsere Liebsten und so weiter, dann wollen wir denen natürlich auch eine Freude machen. Aber jetzt kommt die dritte Stufe, und zwar, wir geben das Geld von anderen für uns aus. Nehmen wir mal, also ich fliege ja heute zum Beispiel nach Zypern, ja, und jetzt nehmen wir mal an, ich fliege ja natürlich da auch auf Geschäftskosten. Also das geht, das zahlt meine Firma logischerweise, weil ich ja im Firmenauftrag dort bin und dort eine Konferenz und so weiter teilnehme. Und wenn ich jetzt sozusagen, also das ist natürlich meine eigene Firma, deswegen verschwende ich dort trotzdem kein Geld. Aber nehmen wir einfach mal an, die Firma würde mir nicht gehören, ja. Und dann hätte ich die Möglichkeit zu sagen, hey, ich fliege da Business Class hin oder sogar First Class und es kostet 10.000 Euro oder so, dann würde ich das machen. Das heißt, ich gebe ja das Geld von einem anderen für mich aus und dann versuche ich natürlich, das nicht mehr so sparsam zu machen, ja. Da es aber natürlich meine eigene Firma ist, fliege ich trotzdem mit Ryanair, ja. Aber das ist die dritte Stufe der Effizienz, die schon sehr ineffizient ist. Und die vierte Stufe, ja, meine Damen und Herren hier, und sanfte Grüße an dieser Stelle, habe ich vergessen zu sagen. Die vierte Stufe ist genau das, was der Staat macht. Er gibt das Geld von anderen für andere aus. Ja? Das heißt, es besteht überhaupt gar kein direkter Kontakt, gar keine direkte Verantwortung mehr gegenüber dem, was das Geld irgendwo mal war oder was Geld überhaupt ist. Weil was ist denn eigentlich Geld? Was sind diese 50 Euro? 50 Euro ist nichts anderes als ein Stück eingefrorene Arbeit, die irgendein anderer geleistet hat. Ein bisschen Zeit von jemand anders eingetauscht in dieses Geld, was ich wiederum jetzt für mich verwenden will. Und das Problem ist, wir haben zunehmend den Staat mit drin, der immer mehr und mehr sich an den Tisch sitzt und einen Teil von dieser Pizza für sich veranschlagt und verausgabt und völlig ineffizient damit umgeht. So. Und das ist, deswegen hat das bei mir damals Klick gemacht, als ich gesagt habe, so, ja, guck mal hier, wenn man das umdreht, dann sieht man eigentlich, es geht beim Bitcoin geht es nicht darum, irgendwie zu spekulieren oder irgendwie mehr Euro zu bekommen, sondern es geht darum, ein alternatives System nach und nach zu adoptieren, was eben nicht inflationiert werden kann. Und das sieht man ja bei über allen anderen Währungen auch. Schaut euch mal den Dollar in Bitcoin an. Ist genau das Gleiche, auch 99% Abwertung. Alle Währungen haben abgewertet gegenüber dem Bitcoin. Und wenn ich jetzt mal überlege, und das ist eine Sache, so, die je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr und mehr überlegt man sich, wie logisch das eigentlich ist, ne? Weil du hast hier nicht mehr einen zentralen Verwalter, der bestimmen kann und der alles kontrolliert in einer monopolartigen Art und Weise, sondern du hast
Tausende, Millionen von Teilnehmern auf der ganzen Welt, die dieses System Bitcoin und die Blockchain stabilisieren und validieren untereinander. Und das ist komplett dezentral. Das ist eigentlich wahre Freiheit für mich. Und deswegen meine Schlussfolgerung daraus ist, dass ich noch viel mehr als früher, wo ich immer gesagt habe, ich werde so 1-2%, immer so habe ich bisher immer gemacht, 1-2% meines Portfolios in Bitcoin oder so investieren, dass ich jetzt erstmal sagen würde, das werde ich locker verzehnfachen und so erstmal jetzt in den Bereich von 10-20% und so weiter nach und nach gehen, weil ich hier einfach die Möglichkeit habe, ein neues System zu nutzen. Ja? Und was ich hier nur sagen will, ich will jetzt hier nichts verkaufen oder so, ich verdiene auch kein Geld damit, wenn du irgendwie dir Bitcoin kaufst und nicht. Mir ist es persönlich egal, was du machst, ja. Aber ich finde immer, wenn ich für mich was erkenne und wenn für mich etwas immer logischer und logischer ist und natürlich unter anderem deshalb auch logisch, weil ein Marcel Fratscher so dagegen ist, ja, und sagt, es wäre eine Spekulation. Schaut mal, wenn wir einfach seine Aussage von 2022 mal an der Realität abprallen lassen. Er hat jetzt einfach diesen kurzen Zeitraum von einem Jahr oder so gerade mal genommen, ja. Und da wissen wir ganz genau, was das für eine Aussagekraft hat. Nämlich gar keine. Und du musst Folgendes wissen. Auch die Politik hat immer eine Halbwertszeit von 4 Jahren. Und das war's. Dann denken die schon wieder an ihre nächste Karriere und so, ja. Und wenn jetzt er sagt, schaut mal hier, die Sparer, die jetzt in Bitcoin gespart haben, verlieren sozusagen ihre Shirts. Also die verlieren ihr Hab und Gut, ist ja, was er uns im Endeffekt sagt. Aber wer hat denn hier verloren, Herr Fratscher? Wer hat denn hier tatsächlich verloren? Der in Bitcoin gespart hat oder der in Euro gespart hat? Das würde ich an dieser Stelle mal sehr gerne von Herrn Fratscher als Antwort auf dieses Video sehen, was seine Erklärung ist, wer tatsächlich seine Shirts hier verloren hat. Und ich würde mal sagen, Kompliment an alle Leute, die sehr viel intelligenter waren als ich und das schon im Jahr 2012, 2013, 2014 begriffen haben und wahrscheinlich jetzt sich sehr viel mehr Shirts leisten können als ich, der das sehr viel später, erst 2019, 2020 und so weiter, begriffen hat.